Also, mal schauen, ob die Dinger laufen. So, weiter geht's. Die heutige Route wäre fast 300 km. Mittlerweile wissen wir ja, wie viel was wir etwa schaffen pro Tag. Und jetzt schauen wir auf dem Weg nach Wachs, wie wir so drinnen sind, ob wir vorher werden übernachten. Das Wetter sieht ganz gut aus. Ich hoffe schwer, dass wir heute wieder im Zelt schlafen können. Also die Übernachtung heute, von gestern auf heute im Hotel Belvedere war ein Segen. Da hat es donnert, blitzt, gesagt, was wir haben mögen. Und ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen Beisenlage. In der Schweiz ist eine Beisenlage. Und ich sehe es selber, ich muss nichts sagen zu dem Wetter. Es ist einfach nur schön. Ja, jetzt fahren wir wieder ins Tal zurück. Werden wir tanken. Noch ein bisschen Proviant einkaufen, dass wir sich uns nicht mehr um das kümmern müssen. Dort sind wieder grossartige Strecken auf dem Programm. Ausgeschlafen sind wir. Schauen wir mal das Nebelmeer an. Einfach schön, hä? Wunderbar. Wir sind am Tal unten, wie gesagt. Vorher hatte es ziemlich eine Nebelwand. Aber irgendwie hat die Helmkamera nicht wollen. Ja, jetzt sind wir hier am Tanken. Dann ist übrigens auch eine Gruppe Schweizer. Klarner, Zürcher. Der Ueli hat ja seinem TÜV ganz gäbig. Zapfsäule hinten dran. Oder der Tankstutzen, Tankdeckel. 10,4 Liter, 300 km. Was hast du 3 Liter Verbrauch? Also, weiter geht's. Haute de Grande Alp. Und der erste Pass, Col de l'Iseron, ist offen. Das ist doch eine gute Sache. Die D84B, die wir hier befahren. So Strasse haben wir am liebsten. Da geht es ein bisschen zur Sache und das rüttelt und schüttelt. Und interessanterweise sind wir dann immer fast allein. Obwohl die mega schön zum Fahren sind. Wir kommen nicht so schnell voran. Das ist das, was wir schnell mal festgestellt haben. Aber das ist doch mega eindrücklich spannend. Es ist ziemlich feucht, aber idyllisch mit dem Nebel. Sieht doch einfach geil aus. Jawohl. Fahren wir durch Digne. Das ist ein 250-Seelen-Dörfli auf über 1500 Meter Höhe. Und was wir jetzt auch noch sehen, das
ist die höchste, dazu mal vor Jahren, die höchste Staumauer. Das steht dort hinten am Horizont. Und so viel ich das gelesen habe, hat es dazu geführt, dass das Wasser, das gestiegen ist, das Dörfli dazu mal unter Wasser gesetzt. Und an dem See, wo ich den Namen jetzt gerade einblende, den ich nicht gerade im Kopf habe, ist dem ein Denkmal gesetzt worden. Und scheint, wenn man auf dem Weg zum Golden Isachon ist, oder dem See vorbeifährt, sollte man das Denkmal sehen. Wir sind immer auf der T87B, da geht die Post ab. Es ist eine steile Kurve und eine ruppige Strasse, aber schön. Mal von dieser Hauptstrasse ein bisschen weg. Ueli hat wegen seinem Tankrucksack aber nicht so einen guten Einschlag, hat er mir erzählt. Oder haben wir es kaum um die engen Kurven herum. So, jetzt fahren wir rüber. Dazu mal höchste Staumauer. Und da ist eben der Stausee da. Rechts ab, Richtung Val d'Isère. Gol d'Isère an. Bestätigung, der Gol d'Isachon ist offen. Tunnel du Chevril. Uiuiui. Also ich muss sagen, mit einem Sportmotorrad mit 5 cm Federweg wir können ganzen Haufen Strassen auf dieser Route ganz bestimmt noch mal halb so viel Freude. Ich habe es gerade vorher noch erzählt. Es ist von einem italienischen Künstler ein Mahnmal errichtet worden. Ist mega gross. Val d'Isère ist das. Ich denke, das ist auch so ein ganz bekannter Ferienort. Vor allem im Winter, wenn man hier die Hotel und Chalet und weiss der Teufel was anschaut. Ja. Die Landschaft drumherum gefällt mir also deutlich besser. Wir sind bereits auf 2100 Meter. Die Landschaft wird immer schöner, das wird alles passen. Jetzt haben wir vorhin La Fognée angeschaut, das herzige, beschauliche Dörfli mit den Schifferhäusern und so. Alles gut, aber der Ueli sollte unbedingt aufs WC und ich vermute, dass wir erst auf der Passhöhe die Möglichkeit haben, aufs WC zu gehen. Und jetzt vergessen wir das rasch für einen Moment. Und ich sage einfach, la vue est splendide. Meter. Also Restaurant ist angekündigt, 150 Meter rechts. Jetzt hoffen wir für den Ueli, dass das Restaurant ist. Ja, machen wir.
bisschen Offroad. Das Restaurant muss verdient sein wahrscheinlich. Wenn es den Kreis hat, dann sind wir da wenigstens ungestört zum K. WC-Papier habe ich dabei, ein Schäufeli hat die Ruhe dabei. Da vorne ist eins. Ja, sicher. Jetzt können wir das Kopftor nicht geniessen, wenn du musst gehen. Nein, jetzt hört sich wieder ein bisschen. Beruhigt. Das ist wegen der Jesusstein-Strasse. Es gibt so viel schönes Zeug zum Anschauen hier und man kommt einfach nicht vorwärts, wenn man es geniessen will. Aber wir zwei haben ja weder etwas vorreserviert noch gebucht, noch haben wir Zeitdruck. Er ist pensioniert und ich habe 3 Wochen Ferien, von dem her, mal schauen, wie das wir kommen. Wir nehmen es vorweg. Und darum können wir auch die wunderschöne Landschaft hier oben geniessen. Salut! Très bien! Très bien! Toi aussi? Ça va, il fait un tout petit peu frais. Chris? Oui! Ah, le photo est bon! Ah, oh, je pense, oui! Vous m'avez fait signe. C'est vous qui m'avez fait signe que vous remontiez, non? Oui, oui, exactement! Ouais, j'étais en train de. Très bien! Voilà! Et puis votre collègue? Si c'est votre collègue? Bonjour! Bonjour! Ist der gut geworden? Wo der ganz Töff drauf ist und einer ist noch ein Porträt von Beten. Und jetzt muss ich eben schauen, wie das soll funktionieren. Was tut er das? Jetzt weiss ich eben nicht. Wahrscheinlich das auf einer Homepage. Ja, er sucht jetzt irgendetwas. Ich weiss nicht genau, was er sucht. Tu restes sur le site. Col de l'Iseran, côté Val d'Isère, moto. Mhm. Et tu verras en fonction de la date et de l'heure. Ah, okay. Pour retrouver ta photo dessus. Oui, oui. Könntest du es nach Datum und Uhrzeit sortieren, dann sollte das Foto kommen. Mais c'est gratuit ou ça fait combien? Alors, il y a un prix selon l'utilisation entre 10 et 20 euros par photo. Voilà, ça c'est l'adresse. Ah, ça c'est le date et l'heure? Voilà, tout à fait, tu t'inscriras sur le site. Très bien. Et on t'envoie ça par mail. Ok. Normalement, les photos elles sont en ligne d'ici demain, quoi, à peu près, voilà, 24 heures. Ok, 80 heures. Etwa 24 Stunden kann man es abladen. D'ici demain, quoi. Merci beaucoup! Et voilà! Jusqu'où alors? Côte d'Azur! Ah! Ah ouais, ouais, bien!
Ah oui, d'accord. Oui. 200-250 km par jour. Ouais, hein. Voilà, ouais, tranquille. Ouais, comme genau. Ça, le temps de s'arrêter, profiter. Exactement. Ouais. Et voir. Là, il fait super beau, non? Yo, absolument. Et alors, salut, hein? Alors, merci, hein? Oh, j'espère que ça marche. Bonne route. Merci. Salut. Das ist jetzt cool. So, das ist Dings, Goldiseron. So habe ich mir das vorgestellt. Schau dir mal die Aussicht an. Der Col d'Isère, der höchste Strassenpass von Europa. Und jetzt, wenn man hier links und rechts schaut, ist klar, wir befinden uns im Tal. Was aber erst so im zweiten Augenblick auffällt, wir sind immer noch knapp auf 1800 Meter. Erst dann zeigt sich ja so richtig, dass der richtig hoch ist. Wir haben die Hauptstrasse verloren und die Ruhe wieder auf so eine D83-Route gelockt. Es ist einfach immer schön, wenn man so ein bisschen die Strasse kennt. Kein Verkehr. Wenn es Touristen sind, sind es etwa noch Töfffahrer, aber auch so sind uns noch niemand entgegengekommen. Wir probieren jetzt hier ein bisschen Strecke zu machen. Und übrigens vorher noch eine Pizza gegessen zum Mittag. Das Ziel für die nächsten paar Minuten ist so eine Burg. Je nachdem, wie wir zeitlich drinnen liegen. Probieren wir. Ich glaube, gerade das Viech über die Strasse. die Burg rasch zu schauen. Und sonst gibt es einfach eine schöne Foto. Und jetzt geniessen wir hier. Es ist so ein kleiner Flickenteppich mit diesen schwarzen Würmchen hier. Man rutscht gerne ein bisschen über das Hinterrad weg. Sind wir hier bei dieser Burg angekommen. Das ist der Teil dort. Und hier scheint noch der alte Teil. Irgendwie so ist etwas beschrieben. Ich habe das in der Tourenvorbereitung gesehen. Ich blende es aber jetzt noch einblenden oder ergänzen, weil es mir jetzt einfach nicht gerade einfällt. Aber es sieht eindrücklich aus auf diesen Felsen. Mich denke, es generell, es kommt immer ein bisschen mehr ja, der mediterrane Flair, ich weiß nicht genau warum. Auch sieht man sie noch einmal. Der Ueli hat zwar vorhin gemerkt, da haben wir noch einen Wegweiser gesehen, dass die Abkürzung, oder der ist keine Abkürzung, aber der Schwenk hier in 2 km fertig sei. Ich hoffe es jetzt zwar nicht. Aber auch hier, wir sehen es.
Der Ueli hat recht gehabt. Der Ueli hat recht gehabt. Galibier offen. Und Tunnel du Galibier ist ebenfalls offen. Vorhin sind wir durch ein Dörfchen. Alles so Afrika, Dakar-Fahrzeug, so wie der Jeep davor. Oder da das komische Wohnmobil. Da hatten wir irgendein Event. Ein super Tröpfchen jetzt. Irgend aus einer Wolke raus. Goldi Galabier. Jetzt sind wir gestern und heute wirklich so viele Pass gefahren und jeder hat irgendwie seine Reize, seine Charaktere, landschaftliche Eigenschaft. Was viele gemeinsam haben, das fällt mir auf hier in dieser Region. Wahnsinnig enge Kurve. Wunderbar. Meter. Da machen wir schön langsam. Juhu. Jetzt auch dreckig nasse Strassen, da wollen wir kein Risiko eingehen. Schön.
Col du Calabier, da sind wir jetzt. Ja, also Schwind auf Reise sollte man ein bisschen sein hier. Wieder geht es ziemlich. Es lacht er ab. Oh. Das Holländer Ehepärli. Was haben wir gesehen? Nun, jetzt kommen die Stinkjeeps wieder. Nein, du weißt es gut. Du. Die zwei haben wir doch schon mal gesehen. Da? Die Abfahrt vom Col du Galibier. Hip-Hop, schön. Ein Velofahrer, ein Einsamer. Murmeli pfeifen gelegentlich. Hier oben ein Gänsegeier. Herrlich, dort fahren und tolle Vögel gesehen. Und dann noch die Kamera am richtigen Moment eingeschaltet lassen. Was will man noch mehr? Schauen wir mal, der Taleinschnitt hier. Wenn jetzt noch Schienen drin hat, gesagt, ist, ich weiß nicht, ob es so überkommt auf dem Video, aber es sieht aus wie eine Modelleisenbahnlandschaft. Hier noch so ein paar Viadukte und ich weiss auch gucken, was das ist. Mit sicher einen Namen und eine Geschichte dahinter, aber alles kannst du nicht wissen. Höre ich das Geräusch? Es regnet! Jetzt haben wir gerade noch Zelt können im Trocknen aufstellen. Wir sind hier südlich von Briançon. Wir haben eigentlich etwa 70 km mehr auf dem Programm gehabt, aber so nach 220 km so fahren, haben wir gesagt, hey, Konzentration lässt hier langsam noch. Jetzt haben wir noch etwas gepostet zum Trinken. Und haben hier spontan einen Zeltplatz gesucht und auch gefunden, tipptopp. Bald sich aufhört tröpfeln, zeige ich mir, wie wir uns hier einquartiert haben. Mhm.